Vlog Nummer 3. 3? 3. Ja, sind mal wieder zwei oder gut, sagen wir eineinhalb Wochen rum und ja, hier kommt dann auch gleich der dritte Vlog. Wir fangen wie gewohnt an mit der Schule. Es hat sich gut, also in eineinhalb Wochen, ne, verändert sich jetzt nicht so viel. Deshalb gibt es ja nicht so viel zu sagen. Außer vielleicht, dass jetzt gerade Testwoche ist und das heißt, ich habe einen Arsch voll Freizeit und ja, muss so gut wie nichts eigentlich machen. Ich stehe einfach auf, gehe zur Schule für zwei Stunden und dann kann ich auch machen, was ich will. Also, ja, das, na gut, also wirklich lustig ist es nicht, weil ich nicht wirklich viel zu tun habe, aber wir fahren auf jeden Fall nochmal in die Universal Studios und zwar am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich hab Schulbücher bekommen. Ja, das ist lustige Sache, so die Schulbücher, dachte ich mir so. Lustiges Ding, weil ich ja auch so viel lesen kann da drinnen. Das sieht dann nämlich so aus. Jetzt mal so ein Beispiel, das ist Chemie, ne? Chemie. Und dann haben wir hier noch, was ist das? Ach, Geografie, ein Atlas, das ist ein Atlas. Dann, ja, was ist das? Das ist Biologie, ne? Guckst du, das verstehe ich auch nicht. Das ist ja auch ganz normal so, ne? Vielleicht. Und hier haben wir dann nochmal sowas wie Sozialkunde, so eine ähnliche Kacke. Ist auch total langweilig. Und zu guter Letzt haben wir dann Society of Today. Ne? Das ist dann sowas wie, keine Ahnung, halt Gesellschaft von heute, ne? Und ja. So viel dazu, so viel zur Schule. Machen wir doch gleich mal weiter mit, was gibt's denn so, ne? Gastfamilie, ja, also läuft supidupi, hat sich nicht wirklich viel verändert, habe ich ja schon mal gesagt, wie soll sich auch groß was verändern in den, keine Ahnung, eineinhalb Wochen seit dem letzten Vlog, durch das bisschen Verzögerung, was es da gab, aber ja, so viel dazu. Hat sich nicht wirklich viel verändert. Meine Schwester hat gerade viel zu tun, weil sie halt natürlich auch lernen muss für diese komische Testwoche. Und deshalb, ja, ist es mir hin und wieder ein bisschen langweilig, aber halb so wild. Ich komm drüber weg, also, ne, macht euch mal keine Sorgen, was das angeht. Ich bin da ziemlich krass auf Zack. Entschuldigung, dass ich heute übrigens nicht so cool und stylisch und cool und so, ne, aussehe. Ich komme gerade vom Duschen und deswegen fehlt mir heute so ein bisschen der Style, ne, also, Styli. Stylisch, ja. Entschuldigung, so viel dazu. Machen wir doch weiter mit euren Fragen. Ich habe hier auch noch so ein wunderschönes Büchlein, habe ich mir angelegt. Für die Vlogs und ja, Terminen, was auch immer. Vieles, vieles Verschiedenes. Tja, Chrissys Frage, die ich beim letzten Mal vergessen habe. Was mich in Japan nervt. Ja, also was mich nervt, ist, wie drücke ich das jetzt aus, ne, also, das ist U-Bahn fahren morgens. Warum? Das ist ganz einfach zu erklären, weil U-Bahn fahren morgens in etwa zu vergleichen ist, wie mit Hochdruck gegen eine Wand geschossen zu werden. Und dann kommt hinten so ein Bulldozer, oder nein, eine Abrissbirne und, ihr versteht, was ich meine. Weil das sind viele Leute, es ist verdammt auch mal warm und wirklich Spaß macht das nicht, wenn das Ding anfährt und erstmal 30.000 Leute auf dich rauffallen, weil sie zu blöd sind, sich festzuhalten. Ja, das nervt mich. Auf die Frage habe ich lange gewartet, sie kommt von Julian. Warum hast du dir die Haare abgeschnitten, ne? Das lässt sich ganz einfach erklären. Du hast ja auch gefragt wegen Regeln. Oder einfach nur so. Nein, das war wegen Regeln. Und so viel dazu. Jojos Frage, an der ich mir jetzt noch ungefähr 4 Wochen lang die Zähne ausgebissen habe und absolut keine Antwort gefunden habe. Denke ich mal, kann ich das Ganze so erklären. Ich bin ja erst seit guten 2, 2,5 Monaten hier. Und ich wüsste jetzt gar nicht so genau, also
Ich habe immer noch nicht ganz realisiert, dass ich hier bin. Und das, denke ich mal, ist auch relativ normal für die meisten Austauschschüler. Oder ist es halt nicht, ist es mir auch total egal. Für mich ist es normal. Und deshalb kann ich da so viel gar nicht zu sagen. Und ich kann auch nicht sagen, was ich jetzt aus Deutschland hier haben will, weil dazu muss ich erstmal begreifen, dass ich nicht mehr in Deutschland bin. Und das habe ich noch nicht zu 100% begriffen. Es gibt hin und wieder mal die Momente, wo ich denke, wow, ja, bin ich ja doch in Japan, ne? Und dann gibt es auch noch irgendwie Momente, ja, ist wie jeder andere. Alltagsmäßig halt, ne? Deshalb, frag doch einfach nochmal in, weiß nicht, 3 Monaten. Da kann ich dir bestimmt mehr darüber sagen. Ich glaube, es gab noch eine Frage. Ja, die habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Die kommt von Daniel. Daniel fragt, sind die Leute hier religiös, wird in der Schule Religion unterrichtet oder ist hier Religion einfach gar kein Thema? In der Schule wird, in der normalen Highschool wird kein Religion unterrichtet. Es gibt noch christliche Highschools. Da wird dann natürlich jeden Morgen schön gebetet, da wird auch Bibelunterricht gemacht. Und ja, das, meine Schwester geht auf eine christliche Schule und sie sagt, das macht ihr ganz doll viel Spaß. Also das ist dann in etwa vergleichsweise so lustig wie, Zitat Richard, einem Stein beim Wachsen zuzuschauen. Ja, aber ansonsten sind die vorherrschenden Religionen vorherrschend. Scheiße. Überwiegenden. Größten. Größten. Klingt besser als der andere Mist. Sind die größten Religionen in Japan der Buddhismus und der Shintoismus. Und ja, Shintoismus ist halt so. Und Shintoismus und Buddhismus sind Tempel-Stuff, you know. Ne? Ach Gott. Ganz, ganz komisch gerade. Ja. Womit machen wir denn weiter? Ich weiß, ich glaube, das war's zu den Fragen. Und da wir noch gute 3 Minuten Zeit haben, lese ich euch mal eine Geschichte vor. Das passiert, wenn man 2 Nächte am Stück ein bisschen wenig schläft und es pottenwarm ist. Sehr, sehr, sehr stickig. Super Schlafentzugs-Action. Mein Stuhl im Klassenraum war noch nie so bequem. Vielleicht hätte ich gestern doch etwas früher schlafen gehen sollen. Selbiges gilt dann auch für den Tag darauf. Lustig, meine Sicht verschwimmt dauernd. Ich kann mich kaum auf die Tafel, geschweige denn auf mein Notizbuch konzentrieren, weil alles dauernd verschwimmt. Ja, also ich habe da ziemlich viele Schreibfehler eingebaut, weil ich wirklich müde war und meine Augen zufallen. Leider muss ich in Englisch eher aufpassen. Hier kann ich nicht schlafen, zumindest sollte ich nicht, weil es eins der wenigen Fächer ist, wo ich noch vieles So sieht das dann aus, wenn man im Unterricht einschläft und dabei gerade irgendwas am Schreiben ist. Ja, lustige Geschichte. Ich habe ein Buch an den Kopf bekommen von meinem Lehrer, sollte wohl dann doch nicht schlafen. Und ja, so viel dazu. Gut, ich habe beim letzten Mal gesagt, es wird diese neue Rubrik geben, aber ich habe es leider verpennt, was zu fressen und was zu trinken zu kaufen. Also, da es diese Woche noch was Special-mäßiges gibt, machen wir das einfach dann, ne? Freut euch einfach mal auf Freitag. Aber es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich euch ja vorhin meine ganzen hübschen Schulbücher gezeigt, ne? Um das nochmal so zu sagen, das ist die heutige Gesellschaft, Sozialkunde, Biologie, Geografie und Chemie. Und wenn ihr mir, der Erste, der mir alle Namen, der Erste, der mir alle Schulfächer auf Japanisch sagen kann, der bekommt von mir eine Tafel Schokolade aus Japan zugeschickt. Ich hoffe mal, das ist jetzt ein bisschen einfacher als letztes Mal. Beim letzten Mal hat keiner geantwortet. Gut, es war ja auch ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Weil in der Mitte war noch so Barbecue, weil wir da gerade Barbecue gefressen haben. Und das hat dann natürlich auch die ganze Zeit gebrutzelt. Und dann versteht man natürlich nichts. Das war dann halt der Nachteil bei der ganzen Sache. So, wir haben noch gute 35 Sekunden. Ich will die Zeit natürlich voll ausnutzen. Deswegen, weiß nicht, was soll ich noch groß sagen? Hier, cool, mein Stundenplan. Cool, ne? Ja, geil. Nasenspray? Weiß nicht, also hätte jetzt gedacht, das könnte vielleicht irgendwie interessant sein oder so. Ne? Ja, guti.
das war's dann auch erstmal wieder. Ich wünsche euch erstmal was. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, dann bin ich auch endlich 16. Und bis dahin, macht's gut und bye bye.